Der Medicon-Podcast geht in die 12. Runde und ich freue mich, euch hier begrüßen zu können. Hier ist wieder Bernd Michael Meyer, heute im Interview mit einem lieben Mitglied im Medicon in Neuwied mit Gisela Sturz. Hallo Gisela, schön, dass du hier beim Podcast von Medicon dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass du hier bist. Ich hatte schon lange gehofft und geplant, mit dir einen Podcast zu machen, denn ich kenne dich ja logischerweise seit vielen, vielen Jahren hier als aktives Mitglied im Medicon und natürlich auch über die Ernährungsberatung, bei der wir uns schon schön ausgetauscht haben. Ja, und da dachte ich, okay, sprich die mal an und krieg die mal hinter das Mikrofon. Ja, und das habe ich gerne gemacht. Gisela, wie lange bist du denn schon bei Medicon? Ich glaube, das sind schon so ein paar Jährchen, die zusammengekommen sind. Ja, ich bin 2001 hier eingetreten, weil ich eine Operation vor mir hatte und ich wollte mich darauf vorbereiten und wollte körperlich fit sein, weil man dann das alles besser übersteht. Und deswegen bin ich hier 2001 eingetreten und bin auch hier geblieben. Und es gefällt mir nach wie vor gut. Okay. Du sprachst von Operation, ich erinnere mich da, das war, glaube ich, ein Gelenkbereich, ja. Etwas, was optimiert, geregelt, heile gemacht werden musste, gibt es genau. Ja viele Begriffe für. Und da hast du gesagt, okay, ich packe den Stier gleich bei den Hörnern, Ich will das möglichst gut laufen lassen und bringe mich quasi davor und danach in Form so gut, wie es geht. Ja, so ist es und ich bin also wirklich fleißig dabei geblieben und habe auch noch andere Operationen gehabt und das hat mir hier eigentlich immer sehr geholfen. Dass ich das alles gut überstanden habe und dass es mir eigentlich heute so gut geht, verdanke ich auch wirklich zum großen Teil meinem fleißigen Training hier im Medicon. Schön, das höre ich natürlich am allerliebsten. Das kannst du dir vorstellen, gell? Unabgesprochene Werbung, vielen Dank dafür. Gerne. Diejenigen, die jetzt zuhören, können dich natürlich nicht sehen, aber die, die dich kennen, so wie ich, sehen natürlich, dass du eine sehr, sehr schlanke, agile Person bist. Warst du immer schon einer von der schlanken Garde oder gab es einmal Zeiten in deinem Leben, wo das Gewicht, was bei vielen ja passiert, in vielen Lebensjahrzehnten, das Gewicht mal irgendwie entgleist ist? Nein, eigentlich nicht. Ich war immer ein zierliches Persönchen. Ich war mal etwas muskulöser zu meinen Tenniszeiten. Da war ich ein bisschen kräftiger, aber das war eigentlich die Muskulatur, weil ich eben so viel Sport gemacht habe. Und gut, heute ist das nicht mehr ganz so. Aber zierlich bin ich eigentlich immer gewesen und Gewichtsprobleme habe ich nicht gehabt. Also du musstest nicht mit den Pfunden kämpfen. Nein. Es gibt ja viele, die sagen, oh mein Gott, egal was ich esse, das springt mir sofort in die Hüfte und ich weiß gar nicht, wie es wieder loswerden kann. Nein, ist bei mir nicht, obwohl ich auch nicht unbedingt so darauf achte jetzt. Ich esse eigentlich alles, was ich gerne essen möchte und da sind auch Süßigkeiten dabei und ja auch mal ein Stück Kuchen oder ein Eis. Aber trotzdem in Maßen und vielleicht die viele Bewegung hilft natürlich auch, dass ich mein Gewicht halte. Ja, und so versuche ich es weiterzumachen. Bewegung ist das Stichwort der Stunde logischerweise bei uns hier im Podcast. Es geht ums Medicon, es geht um Gesundheitstraining, es geht um Fitness unserer Mitglieder. Es ist fast eine rhetorische Frage, dich danach zu fragen, welchen Stellenwert Fitness in deinem Leben hat. Denn ich glaube, das ist für dich ein Punkt, der ganz weit vorne liegt. Der liegt ganz weit vorne, auf jeden Fall. Ich habe da immer drauf geachtet, dass ich fit bin, dass ich mich viel bewege. Und das Ergebnis ist ja auch da. Du bist natürlich für mich das Paradebeispiel eines sehr, sehr aktiven Menschen. Und ich weiß ja von unseren Vorgesprächen auch schon, während der Ernährungsberatung haben wir schon ein bisschen geplaudert, dass es nicht nur das Training ist, du bist aktiv, du bist sehr viel unterwegs. Ja, wenn du auf meine Urlaube ansprichst. Das tue ich, ja. Ja, zurzeit geht es ja leider nicht. Das fehlt mir natürlich auch ein bisschen. Und wenn es wieder geht, habe ich auch vor, wieder schöne Reisen zu machen. Und in der Vergangenheit habe ich mir also sehr viel von der Welt angesehen und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das konnte. Und ich hoffe, wie gesagt, dass noch ein paar Wünsche habe ich noch, die ich mir gerne erfüllen würde und dass ich dazu noch Gelegenheit haben werde. Ja, Wünsche ist für mich immer ein ganz, ganz großes Thema. Wie werden denn diese Wünsche ausformuliert? Gibt es da Urlaubs- oder Reiseziele, wo du sagst, das möchte ich noch sehen, da mag ich unbedingt hin oder nochmal hin oder zum ersten Mal? Es gibt welche, wo ich nochmal gerne hin würde. Das wäre zum Beispiel in den Iran. Obwohl ja viele dann sagen, wie kann man da hinfahren? Aber es ist ein wunderschönes Land. Wenn man nicht dort gewesen ist,
kann man es sich nicht vorstellen, wie traumhaft schön es dort ist und wie freundlich die Menschen dort sind und wie gut man dort aufgenommen wird und gut die politische Lage, mit der wird man ja nicht konfrontiert, wenn man dort ist als Tourist. Dann gibt es andere Ziele. Äthiopien möchte ich noch gerne und nach Südamerika würde ich gerne nochmal. Ich fahre immer gerne dorthin, wo die Menschen anders aussehen als ich, weil es eine andere Kultur Ja, ist okay. und wo alles eben anders ist, als wie es hier ist. Und da lege ich eigentlich sehr großen Wert drauf, ja. Ist denn, verbindest du so ein Reiseziel denn auch so ein bisschen mit einer kulinarischen Reise, dass du sagst, okay, du bist ganz gespannt, was denn da das Land und die Nationalität und vielleicht auch die Menschen in der Küche zu bieten haben? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr wichtig. Ich finde es ganz toll, also vor allen Dingen das kennenzulernen, was in den Ländern gegessen wird, schon vom Frühstück an. Das ist ganz anders wie bei uns. Da wird morgens schon warm gefrühstückt mit Suppe und mit, ach, was weiß ich, allem Möglichen, was wir hier gar nicht kennen. Und ich versuche das auch alles. Und weil, wie zu Hause, das kann ich ja dann zu Hause wieder essen. Das muss ich nicht dort essen, wird auch immer angeboten. Aber ich versuche immer das zu essen, was es auch im Land gibt. Gibt es da irgendein Gericht, wo du dich ad hoc dran erinnerst, wo du sagen würdest, Mensch, das war eine ganz große Geschichte, das war ein Gaumenschmaus wie kein zweiter, hast du da irgendwas kennengelernt? Ja, speziell wie die Gerichte jetzt heißen, weiß ich nicht. Aber ich bin ja zweimal im Iran gewesen und die zweite Reise war auch so eine Art Gourmet-Reise. Wir sind da sehr viel über Land gefahren und dann in die Lokale, wo die Einheimischen auch hingehen. Und wir haben dort so fantastisch gegessen. Diese persische Küche, das ist einfach ein Traum. Das kann ich sagen, das war unbeschreiblich, ja. Also ich kann es mir gar nicht Ja. vorstellen, wie es ist, aber ich glaube, die Gewürze sind Ja, bestimmt ein ganz und die großer Aspekt, Zutaten und und Zutaten, ja. es ist einfach, ja, ganz, ganz toll. Ja, das schafft natürlich eine ganz einfache Brücke auf das Thema Ernährung. Denn wir wissen alle, Training ist nicht alles. Training ist ganz wichtig, aber ich als Ernährungscoach weiß natürlich auch und vermittle es auch jedes Mal, für Gesundheit, Körperveränderung, gesund zu bleiben, ob das Muskelabbau, Fettverbrennung ist, liegt wirklich das Geheimnis in der Küche. Also 80% unserer Gesundheit stehen auf den Füßen der Ernährung. Hast du denn für dich eine ganz besondere Ernährung? Du hast eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, es ist eher ein bisschen querbeet von hier und von da, überall die richtige Dosis. Ja, so ist es. Also ich habe keine spezielle Ernährung jetzt, aber ich achte darauf, mich gesund zu ernähren, Obst und Gemüse zu essen, proteinreich, nicht so viel Fleisch, aber eben auch Fleisch und Fisch vor allem, von allem etwas. Also ich habe jetzt kein spezielles Programm, was ich da abspule in der Ernährung, sondern ich esse das, wo ich Appetit drauf habe und damit fahre ich eigentlich auch gut. Aber ich achte dann schon darauf, dass es gute Sachen sind. Also auch mal Bio-Sachen und ja, und auf diese Art und Weise versuche ich, mich gesund zu erhalten. Ja, das ist schön. Und gelingt dir auch, wie man dich sieht. Ich bin ja ganz begeistert immer, wenn ich sage, Mensch, die Gisela, was ist die fleißig, was ist die toll in Form? Das ist wirklich eine Zielvorstellung für viele, wie fast wie ein Vorbildcharakter, den man haben könnte. Kompliment jetzt an der Stelle, ein ganz Danke, offenes, danke. offenes, großes Kompliment an dich. Du hast eben für mich ein wichtiges Stichwort aufgegriffen, und zwar hast du so ein bisschen im Durchmarsch über Proteine gesprochen, kurz angesprochen. Ist für mich als Ernährungscoach auch ein ganz, ganz großes Thema. Habe ich ja auch dir erzählt, als wir gemeinsam zusammengesessen haben. Da möchte ich allen Zuhörern und auch gerade denjenigen, die schon im etwas reiferen Lebensabschnitt stehen, wirklich anraten, auf die Proteine zu achten, denn das ist leider sehr, sehr stark unterbewertet in der Wahrnehmung. Proteine, ob die aus verschiedensten Quellen kommen, Fisch, Fleisch oder gutes Geflügel, ob das pflanzliche Proteine sind, ob das ergänzende Shakes sind, die sollten in unserer Ernährung wirklich dazugehören. Denn unser Körper ist aufgebaut aus Proteinen. Das ist sozusagen der Baustoff für unser Körperhaus. Und gerade dieser Baustoff, der wird sehr, sehr zaghaft konsumiert. Vor allen Dingen eben bei Menschen, die eben keine 30 Jahre mehr alt sind. Ich mache mal einen Riesensprung nach vorne. Meine Mama wird 90 Jahre alt im nächsten Jahr, ist auch noch recht rüstig, aber isst wirklich wie eine Maus Proteine. Viel, viel, viel zu wenig. Und ich musste eben beobachten,
beobachten, dass sie im Alter immer schmächtiger geworden ist. Also niemand von den Menschen, die sich kugelrund futtern, sondern auch jemand, der nicht so viel isst, an den Ergo, aber leider auch zu viele Kohlenhydrate und zu wenig Proteine. Und wenn die Muskulatur mit Proteinen nicht ernährt wird, dann bildet die sich eben zurück. Ja. Und das darf nicht passieren. Denn unsere Stützmuskulatur ist für unseren Körper essentiell. Ja, und da arbeite ich dran. Das habe ich ja auch gelernt. Und nein, das versuche ich. Und da habe ich wirklich das so in mein Programm mit eingebaut, auch mal einen Eiweißshake zu trinken und nach dem Sport vor allem. Und Sachen zu essen, die eben viel Protein enthalten, ja. Ja, das ist sehr gut und höre ich besonders gerne, auch zumal, weil wir ja darüber ausführlich gesprochen haben. Ja. Jetzt hat sie ja zum Glück so in unserem Umfeld, in unserer Umwelt so einiges ein bisschen eingependelt, noch nicht, aber es ist auf dem Weg dazu. Ich spreche natürlich mal ganz kurz das Thema Corona an. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass auch das Medikon wieder nahezu regulär öffnen konnte. Wir haben noch gewisse Einschränkungen, das ist klar. Logischerweise orientieren wir uns ganz stramm an den gesetzlichen Vorgaben, aber immerhin. Es muss jetzt nicht jedes einzelne Training mehr terminiert werden. Man kann einfach zum Training kommen, einfach, wenn man halt eben die Voraussetzungen hat, dass man nachweisen kann, eben nicht infiziert zu sein, natürlich schon gar nicht krank zu sein, einen Ausweis, einen Nachweis hat und natürlich auch, was sehr, sehr gut bei unseren Kunden ankommt, wir haben ja hier ein offizielles Corona-Testzentrum im Hause installieren können, in Dierdorf und in Neuwied. Also auch wer keinen aktuell gültigen Test hat oder einen Impfausweis oder was auch immer, kann sich hier kostenfrei im Medikon testen lassen. 15 Minuten später hat er sein Check-in, wenn der Test entsprechend negativ ist. Und das wird bei den Leuten sehr, sehr gerne und mit großem Hurra angenommen. Ich glaube, auch du bist, glaube ich, sehr, sehr froh, dass das Training in der Art wieder möglich ist. Auf jeden Fall. Ich habe es auch eine Zeit lang jetzt über den Reha-Sport gemacht. Das ging ja auch mit Überweisung vom Hausarzt und Genehmigung der Krankenkasse. Das konnte man machen und das habe ich auch wahrgenommen, weil ich eben mein Training weitermachen wollte. Und jetzt, ich finde das also eine ganz, ganz tolle Idee mit diesem Testzentrum, was hier angeboten wird. Und also wirklich, die Leute nehmen das an, die stehen Schlange draußen und das ist ja auch für uns alle ein Schutz. Und ich finde es sehr wichtig und ich finde es wirklich großartig, ja. Also wir hatten direkt am ersten Tag, glaube ich, über 150 Testungen. Mhm. Und damit hätten wir selbst nicht gerechnet, dass es so gut angenommen wird. Ja. Ja. Freut uns natürlich, dass wieder ein reger Trainingsbetrieb im Hause ist und sind natürlich gespannt darauf und hoffen sehr, dass das Ganze sich noch jetzt immer mehr in eine neue, alte Normalität hineinbringt. Ich glaube, die können wir alle gebrauchen. Ich weiß auch gar nicht, wann ich zum letzten Mal in einem Restaurant war. Ich gehe immer sehr, sehr gerne ins Steakhouse, primär da einen riesen Salat essen, weil der Salatbuffet ist also riesig groß und toll in Koblenz. Ich bin ja Koblenzer, wie ja vielleicht einige wissen, aber ich glaube, das ist über ein Jahr her, dass ich da zum letzten Mal war. Es war ja einfach zu. Ja, ja, wir waren auch mit dem Steakhouse, wollten wir, bevor das im November geschlossen wurde, da hatten wir an dem Wochenende noch einen Termin und konnten gerade noch gehen. Okay. Es war am letzten Tag. Und das haben wir dann nochmal so genossen. Und seitdem waren wir auch nirgendwo mehr. Aber ich habe jetzt fürs kommende Wochenende einen Tisch reserviert in der Außengastronomie. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt einfach mal raus. Ja. Ich habe bislang genug gekocht, es reicht. Ja, das glaube ich dir. Und obendrein sind wir auch eine Gefangene des Wetters gewesen. Wir haben eben schon kurz auf dem Weg hier ins Podcast-Studio darüber gesprochen. Der Mai hat uns wortwörtlich im Regen stehen lassen. Und man konnte auch tatsächlich draußen so gut wie nichts machen, außer sich freuen, dass sie Blümchenwasser kriegen. Genau so ist es, der Garten auch. Und man braucht nicht zu gießen, das ist der Vorteil. Ja, ja. Ja, liebe Gisela, wir kommen auch zum Ende unseres Podcast-Formates. Ich kann nur mal sagen, nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich muss auch unseren Zuhörern klar was anvertrauen. Sie ist zum zweiten Mal hier, die Gisela, weil der letzte Podcast, so schön auch gewesen ist, von der Technik nicht optimal aufgezeichnet worden ist. Da musste ich sie reumütig anrufen, muss sagen, liebe Gisela, du glaubst es nicht, unser schöner Podcast hat einen technischen Effekt. Wir müssen den nochmal machen. Ja, und du hast natürlich gesagt, okay, los geht's, treffen wir uns nochmal. Ja. Genau, habe ich auch gerne gemacht. Und das liebe ich an dir, einfach unkompliziert und immer so ein gute Laune-Garant. Ja, wenn alle Menschen so wären, ich muss fast sagen, wäre die Welt eine großartigere. Liebe Gisela, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir eine tolle Woche, eine schöne Zeit und uns allen, glaube ich, ein tolles Wetter, dass wir endlich mal raus können und uns in die Sonne setzen.
So machen wir das. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. I'm gonna tell you no matter, you know, matter, you know, matter.